Hallo Akkufreunde! In diesem Video zeige ich euch, warum es manchmal keine gute Idee ist, diese Werkzeugakkus parallel zu schalten. Im Moment teste ich diverse Sachen, um eine mobile, günstige Powerstation zu bauen. Und zwar aus solchen Werkzeugakkus. Ich habe schon viele Videos geschaut, wo das so gemacht wird. Jedoch habe ich noch nie eines gesehen, wie man dies auch sicher und ohne Gefahr machen kann. Denn es gibt gewisse Gefahren, wenn man die parallel zusammenschaltet. Heute zeige ich euch, was passieren kann. Wir messen das, wenn man Akkus parallel schaltet. Und wie man sicher so etwas zusammenbauen kann, da gibt es nämlich Varianten mit Dioden, die das verhindern. Fangen wir an. Was passiert, wenn man zwei Akkus parallel schaltet? Plus auf Plus verbunden, Minus auf Minus verbunden. Was passiert genau? Man verdoppelt die Kapazität. Die Spannung bleibt gleich. Angenommen, wir haben hier einen 5 Ampere Stunden Akku und hier auch, dann habe ich am Schluss 10 Ampere Stunden, aber immer noch die gleiche Spannung. Wenn man das so zusammenschaltet, muss man zwingend darauf achten, damit dass beide Akkus voll geladen sind oder einfach die gleiche Spannung haben. Ich habe das hier mal aufgeschrieben. Der hat 19,6 Volt. Und dieser hier ist voll mit 20,6 Volt. Jetzt schauen wir mal, was passiert. Ich habe da solche Aufnahmeteils bestellt. Die haben einen Schalter dran, eine Sicherung dran. Ich schalte die beiden mal schnell auf 0. Und schließe die beiden zusammen. Ich habe beide Akkus parallel miteinander verbunden. In der Mitte habe ich das Multimeter angeschlossen, damit man die Spannung sieht. Und hier habe ich an einer Leitung ein Zangenampermeter angeschlossen, damit man den Strom sieht, der fließt. So, jetzt schalte ich mal den ein, der hat 19,6 Volt. Wird hier angezeigt. Ich schalte den wieder aus. Jetzt schalte ich die andere Seite an. Der ist vollgeladen mit 20,6 Volt. Schalte den wieder aus. So, jetzt schalte ich beide miteinander ein. Jetzt versucht der vollgeladene den tiefen entladenen zu laden. Also der hat 20,6, der 19,6. Jetzt fließt da Strom rüber, dieser Akku will diesen laden. Ich schalte mal beides ein. Wir schauen, was passiert, wie viel Strom da fließt. Die haben jetzt die Spannungsdifferenz 1 Volt. Passiert nicht sehr viel. Hä? Gut, das liegt daran, weil beide Akkus praktisch voll sind. Gut, ich schalte wieder beide aus. Jetzt nehme ich einen Akku, der nur 18,6 Volt hat. Ich schalte den ein. Wir sehen 18,6 Volt. Hier haben wir eben noch 20,6 Volt. Jetzt schalte ich beide ein. Was passiert? Es fließt 1,6 Ampere. Von diesem Akku fließen 1,6 Ampere rüber in diesen Akku. Kein Problem. Die Zellen, die da drin sind, müsste man schnell nachschauen, was die vertragen. Das Ladegerät lädt mit 3 Ampere. In so einem Akku sind immer zwei parallel geschaltet. Also das Original-Ladegerät gibt 1,5 Ampere pro Zelle drauf. Alles kein Problem. Gut, schalten wir wieder ab. Jetzt nehmen wir einen Akku,
der nur noch 17,5 Volt hat. Schauen wir mal, was passiert. 17,6 Volt und dieser immer noch 20,6 Volt. Hä? Ich schalte beide ein. Man schaut hier, was da passiert. 4,65 Ampere. Das geht jetzt runter. Ich entlade nun diesen Akku. Ich habe die an diese Glühbirnen angeschlossen. Ich habe zwei in Serie geschlossen. Das sind 12 Volt Lampen in Serie. Dann brauchen die 24 Volt. Und so entlade ich die nun, bis der etwa auf 15,5 Volt ist, dieser Akku. Denn diese Akkus sind bei 15 Volt, schalten die sich selber ab. Das sind die Einhell Akkus, die haben auf ihrem BMS, schaltet der sich selbstständig bei 15 Volt ab. Jetzt entlade ich den mal, damit wir schauen können, was passiert, wenn wir einen vollen und einen leeren zusammenschalten. Dieser Akku ist nun entladen, schalte den mal ein, 16,7 Volt hat der. Jetzt schauen wir mal, was passiert, wenn wir diese beiden parallel schließen. Schalte beide gleichzeitig ein. 7,2, 6,9, jetzt fließt natürlich so der Strom. Also 6,5 bis 7 Ampere fließen da. Jetzt ist er auf 6 runter, der lädt relativ schnell den leeren Akku. Ich weiß jetzt per Zufall, was die für Zellen drin haben. Die Einhell-Akkus sind 5S, 2P, also immer zwei parallel geschaltet und dann fünfmal in Serie. Diese Zellen, schaut man nach, was da drauf steht, dann sieht man im Datenblatt, was die können. In diesem Fall können die maximal mit 6 Ampere geladen werden. Maximal. Ist bei diesem Akku kein Problem. Das teilt sich auf diese zwei parallelen Zellen. Also nimmt in unserem Fall jetzt jede Zelle etwa 3 Ampere auf. Eben, man beachte, das Ladegerät ist auf 3 Ampere ausgelegt. Jetzt nehmen wir zum Beispiel so einen Akku, der hat nur eine Reihe. Also es würde bedeuten, wir geben dieser Zelle 6 bis 7 Ampere und die kann nur 6 Ampere aufnehmen im Maximum. Also wir schaden eigentlich unserer Zelle. Jetzt wisst ihr natürlich nicht, was ihr für Zellen drin habt. Da gibt es auch andere Hersteller von Dewalt oder von Makita oder weiß ich was, ihr wisst nicht, was die für Zellen drin haben. Deshalb, das kann das gefährlich sein, wenn man so etwas macht und die nicht die gleiche Spannung haben. Und jetzt kommen wir zu etwas anderem, was es wirklich gefährlich macht. Zum Beispiel hier habe ich einen Akku. Die haben alle, diese vier parallelen Gruppen haben alle über 4 Volt und die hinterste Gruppe ist tot. Ich habe aber hier ausgangsseitig immer noch irgendwo 16 Volt. Wenn ich den ins Ladegerät einstecke, funktioniert das nicht. Der wird nicht geladen, weil das Ladegerät kommuniziert mit dem BMS und erkennt, ah, irgendetwas stimmt da nicht und lädt den nicht. Jedoch, wenn ich diesen hier reinmache, fließen da 7 Ampere hier rein und der schaltet nicht ab. Das BMS schaltet nicht ab, das werde ich euch schnell zeigen. Ich kann den ganz normal laden, obwohl zwei Zellen komplett tot sind. Jetzt wissen wir natürlich nicht, was passiert. Der versucht jetzt den auch auf 21 Volt hochzuladen. Kann sein, ob sich das BMS einschaltet oder nicht, das wissen wir nicht. Denn wenn diese Zellen schon voll sind, aber jetzt nochmals irgendwie 0,5 Volt aufnehmen, dann sind diese Zellen überladen, dann können die abfackeln. Das sind alles solche Sachen, die zu 99,9% gut gehen,
Aber wenn man einmal so einen Pack drin hat, wo etwas nicht stimmt, kann das auch böse enden. Ich nehme jetzt meinen defekten Akku, wo hinten die Zellen tot sind, und stecke den mal schnell hier ein, im Ladegerät. Jetzt seht ihr, er erkennt den Fehler und lädt den Akku nicht. Ich habe hier so ein Step-Up, Step-Down-Wandler. Mache ich auch mal noch ein Video darüber. Finde ich genial, das Teil. Wir geben dem jetzt mal 21 Volt. So wie das ein Ladegerät oder wenn man zwei Akkus parallel schaltet und einer voll und einer leer ist, auch machen würde. Gut, schauen wir mal, was passiert. Der lädt jetzt die kompletten 1,2 Ampere da rein. Obwohl zwei Zellen komplett tot sind. Was bedeutet das jetzt nun für die Zellen hier? Schauen wir mal. Ja, die sind jetzt bei 4,14. Bei 4,2 ist die Ladeschlussspannung. Und der würde jetzt hier einfach das Hochladen, das Ganze. Und am Schluss, wenn das ganze Zellenpack über 21 Volt hat, werden diese Zellen hier wahrscheinlich irgendwo um die 4,5 Volt haben und sind somit komplett überladen. Die können euch abfackeln. Ich schalte das mal wieder ab hier. Das BMS erkennt nicht, dass hier ein Fehler ist. Ich kann den einfach laden, da passiert nichts. Eben wie gesagt, das Ladegerät kommuniziert mit dem und hat gemerkt, dass etwas nicht stimmt und hat den nicht geladen. Wenn wir die einfach parallel schalten, wird gar nichts erkannt und es fließt einfach Strom. Wie ihr gesehen habt, kann das unter blöden Umständen sehr gefährlich sein, Akkus parallel zu schließen. Es gibt natürlich, wie gesagt, sehr viele verschiedene Hersteller. Ihr wisst nicht, wie das BMS funktioniert, welche Sicherheitsmaßnahmen die hier haben. Zum Beispiel gerade ein Dewalt-Akku, der hat hier 2, 4, 6, 7, 8 verschiedene Pins. Der kommuniziert zum Beispiel über 4 Pins mit diesem Akkuschrauber. Also da erkennt eigentlich der Schrauber, wenn der Akku ein Problem hat, und der schaltet sich dann aus. Genau das gleiche beim Ladegerät, zum Beispiel beim Dewalt. Die großen sicherheitsrelevanten Sachen werden eigentlich über das Ladegerät gesteuert und nicht vom Akku her. Deshalb kann das gefährlich sein. Jetzt gibt es eine Lösung, wie wir das sicher zusammenschalten können. Denn ich sage immer, wenn man weiß, was man tut, ist es kein Problem. Wenn ich zwei funktionsfähige, vollgeladene Akkus habe, kann ich die parallel zusammenschalten, problemlos, wenn ich Ahnung davon habe. Aber es kann ja auch sein, dass meine Frau auf dem Campingplatz auf einmal einen komplett leeren da in meine Powerstation reinbaut, reinklickt, und ja, vielleicht ist der auch noch defekt. Und da habe ich eigentlich keine Lust drauf, dass mir dann das Auto abfackelt. Es gibt Dioden. Ich habe mir mal solche Dioden bestellt. Das sind ideale Dioden. Die haben nicht so einen großen Spannungsabfall wie normale Dioden.
habe das euch mal schnell ausgedruckt, wie die heißt. XL74610 Ideal-Diode, 1,5 bis 36 Volt, höchstens 15 Ampere, wenn die nicht gekühlt sind, aber um kleiner als 30 Ampere, wenn man die richtig kühlt. Haben einen sehr kleinen Spannungsabfall, etwa 0,3 Volt Spannungsabfall. Jetzt habe ich das mal hier so zusammengebaut, nach diesem Schema. Habe das euch mal schnell aufgezeichnet. Akku 1, der nur 16 Volt hat, Akku 2, der 21 Volt hat, also voll. Das Plus geht auf die Diode und von hier geht auch das Plus auf die Diode. In der Mitte nehme ich das Plus ab, gehe zu meiner Last, hier eine Glühbirne und das Minus ist einfach Minus, ist normal miteinander verbunden. Jetzt haben wir auf dieser Seite unseren Akku, der hat 16,8 Volt. Diese Seite, dieser Akku hat 20,6 Volt. Dazwischen haben wir unsere Diode, immer die Plusleitung von jedem Akku hat eine Diode dazwischen, die Strom nur in eine Richtung durchfließen lässt. Jetzt schalten wir beide mal ein. Zuerst diesen hier und jetzt diesen. Jetzt schauen wir mal hier, es fließt kein Strom. Also diese Batterie versucht nicht mehr diese Batterie zu laden, weil es wird verhindert durch diese Dioden. Und das ist eigentlich ein guter Weg, wie man so was machen kann. Da könnte man auch 10 parallel miteinander verbinden und einen riesen Akku-Pack daraus bauen, respektive so eine Powerstation, wie ich bauen möchte. Und das verhindert mir diesen Effekt, dass von hier 6 oder 7 Ampere in diese leere Batterie reinfließt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Like doch bitte dieses Video, wenn es euch gefallen hat. Lasst ein Abo da. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.